Jo, ein Kung-Fu-Dings da. Panda. Nein, Zombie. Hat da jemand die... Karate-Zombie. Ich glaube, ich schwimme. Hallo Leute, hier ist wieder McFisto 2051 und auch heute begrüße ich wieder recht herzlich den lieben... Varuna MC. Mavia, hi. Servus. Willkommen zurück zu Minecraft City 2 von und mit Varuna. Mit dem Zeftec Modpack. Diesmal drücke ich die richtige Taste. Die anderen und ihr wart ganz schön fleißig. Also du hast die Windmühle gebaut und die anderen da irgendwie schon eine halbe Stadt da hinten. Genau, ich habe die Windmühle umgebaut und habe von Shadow TS hier so ein Windrad geschenkt bekommen. Mhm. Und irgendwie habe ich nur 2 FPS. Was ist da los? Ja. Weniger Pornos laden. Wir sind hier immer noch jugendfrei. Ja, ich weiß. Ich habe mich weiter dazu ausgedacht. Xela ist auch noch da. Ja, wir haben irgendwie sehr viele Mitspieler inzwischen. Ja, wir haben... Nur Xela da, aber wir begrüßen irgendwie in ein paar Tagestag neue Mitspieler. Ja, jetzt ist erstmal Ende. Wir haben 10 Whitelist-Plätze vergeben. Ah, und 8 Slots überhaupt. Nicht 6? Ja, ich dachte, wir 6 Slots. Stimmt, 6 Slots. Und deshalb ist jetzt erstmal Aufnahme Stopp. Vielen Dank für alle, die dabei sind, die hier probieren, die Stadt wachsen zu lassen. Gut, ich habe natürlich das Einzige, was ich tatsächlich geschafft habe, gerade eben wurde auch noch ein bisschen Leder zu machen, dass wir wirklich etwas Leder haben. Und ich muss mich bei Mavia bedanken, wir hatten eine Beere dahingegangen. ich, wahrscheinlich. Ja. Geht es? Der mir gesagt hat, warum machst du es so umständlich? Da hat er natürlich total recht. Ich habe auch die anderen Sachen alle bei diesem blöden Workstorm gemacht und geklopft. Wie wahnsinnig. Ich hätte das einfach mit dem Tag craften können. Dö. Also zumindest ist die 2 auf 2 Rezepte. Da könnte ich mir den Arsch beißen. Du machst immer alles kompliziert, warum auch immer. Aber ja. Ja, es liegt in meiner Natur, alles kompliziert anzugehen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt ein wenig Leder. Immerhin 1,5 Dutzend. Ja, da machen wir was draus. Ist in der Mache. Ich kümmere mich hier mal kurz um die Sägerei und dann stehe ich euch zur Verfügung. Sehr schön. Mavia hat gemeint, er hat irgendein Portal betreten, deswegen habe ich ihn schon gesehen. Wir haben jetzt ein Adventurer-Tab. Ja. Ja, die anderen sind ja, glaube ich, schon mindestens Age 2. Wir haben den Twilight Forest schon fast abgeschlossen oder mindestens wahrscheinlich schon vollständig. Wurde der echt weitergemacht, der Twilight Forest? Ich dachte, er sei seit 50 Minecraft-Versionen tot. Nö, nö, nö. Der letzte Stand, den ich hatte, da waren sie irgendwie halb fertig. Den hatten sie ja umgestellt. Da wurde die Progression gemacht, oder eingeführt, dass du überall die Sachen nur machen kannst, wenn du sie der Reihe nach machst. Mhm. Und dann war irgendwo in der Mitte bei irgendeinem Boss war Schluss. Ja. Dass sie dann nicht fertig waren und das mittlerweile scheinen zu fertig zu sein. Cool. Das war auch schon 2 Jahre oder so her. Also würde mich wundern, wenn sie mittlerweile noch nicht fertig wären. Wir wollten diese Lederpeitsche machen. Das ist keine Peitsche, das ist eine Schlinge. Ja. Dafür habe ich Lederstriemen gebraucht, so rum war das. Irgend sowas. Genau. Irgendwie habe ich ein paar Lex. Leder, ich wusste schon gar nicht mehr. Leather Strip. Oh, einfach Workblade und Leder, na, das ist doch mal einfach. Diesmal auch ohne dummen Workstump. Achtet darauf, dass ihr euch vor den Zombies in Acht nehmt. Ich hab's selbst schon mitgekriegt. Wir können, oder bei uns können auch die bösen Zombies von den anderen schon spawnen. Weil die eben im Tech weiter sind als wir. Da müssen wir. So viel stärker automatisch? Naja, sie haben zumindest mal stärkere Rüstungen und sowas. Wenn ich mehr HP und so weiter, jo. Gut, dann. Immer hochlaufen. Oh nee. Wieder einen Werkstampf machen. Aber auch das kriegen wir hin. Ich habe schon so viel auf diesem Tisch rumgekloppt. Da kommt schon einer zu mir. Boah, solange er zu dir kommt. Ja, aber der hat nur Leder an. So, das war das. Und
noch mehr Strings. Oh, verdammt, ich könnte sein, dass ich zu viele Strings soll. Nein, wir haben 13, nicht 3. Och, dann passt das doch. Wer wollte denn Leder von euch haben? Ich, Und aber ich gleich habe kommt. inzwischen Leder gemacht. Nein, ich meine Rüstung. Lederrüstung nehme ich gerne. Aha! Sehr schön. You'll make a great leader. Oh Mann, was ein scheiß Wortwitz. Ja. Gekonnt ist gekonnt, würde ich mal behaupten. Ja. Okay, damit haben wir aus dem Tech Tree dann endlich mal den Great Leader und könnten jetzt mit Horsepower irgendwas betreiben. Eine Sägerei, eine Sägerei. Horsepower Grindstone erstmal. Ja, musst du Horsepower und dann Chop 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 machen. Ja, schauen wir doch mal. Ich mache hier gerade extra schon Platz. Mann, Horse Grindstone ist nochmal ein ganz anderer. In 7x7 und 2 Block hohe Gebiet, bla bla bla. Ja, da haben wir hier direkt an der Säge ja schon. Sehr praktisch. Achtung, Spinne. Normale Säge. Oh, dann geht die ganze LED wieder drauf. Lead, haben wir noch bitte. Lead. Okay, Lead. Stimmt, ich habe Blei gesagt, oder? Ja. Aber wir haben keine Steine. Doch. Nein. Was brauchst du denn? Kiste? Nein, auch nicht. Cleanstone oder was? Da oben sind Steine tatsächlich. Oh. Ja, ich habe nämlich. Auf, mich durch die Gegend zu schieben. Ich arbeite hier. Eigentlich alles gemacht gehabt, was wir brauchen könnten. Perfekt, dann haben wir tatsächlich schon. So, ich markiere hier mal. Ah, da kommen lauter Zombies hier bei mir an. Oh, hier kommt sogar gerade ein Pferdchen an. Also. Jo, ein Kung-Fu-Dings da. Panda. Nein, Zombie. Hat da jemand die. Karate-Zombie. Ich glaube, ich spinne. Wieso? Hast du die Strings gemobst? Ja. Was machen die. Was machen nochmal die roten ja, Bällchen? Uax, hier. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Wir sind zu ich dumm. Ich hab den Horsepower Grindstone. Beeilt euch, hier ist ein Pferd. Direkt an der Mühle. Es sind zwei. Hast du inzwischen Platz, dass ich dorthin kann? Du musst es auch noch. Ja, bauen. Creeper! Scheiße, halbes Herz. Der hat, mich, bumm gemacht. Der hat mich übelst weggehauen. Von hier vorne bis nach hier hinten. Invalid Area! Kann nicht sein. Ich hab genug doch, Platz. Doch. Aber ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, muss ich den da drauf setzen. Aha. Ja, und dann könnte man einen Hopper drunter setzen. Oder so. Ja, ja. Hopper oben drauf, Hopper unten drunter. Liegen denn hier für komische rote Runen durch die Gegend? Ja, das ist das, was ich. Was der Karate-Zombie hat fallen lassen. Das Problem ist natürlich jetzt, dass wir. Ich glaube, wieder mehr Strings brauchen. Maybe hast du die zurückgelegt? Nein. Ich habe ja hier auch noch welche. Ich habe noch vier. Warte. Hier. Brauch mehr Leads. Ich habe hier noch 12. Dachte ich, du ärgerst mich, ist es so ein dummes Skelett. Achtung. Nee, 14. Skelett. Ein Tröten-Skelett. Hör auf. Da ist eine Lederrüstung. Ja, warte, hier ist noch ein Chestplate. Nicht mein Atlas. Das ist ein Atlas. Ja, wo haben wir denn die Leads? Kein oder Ding. Die Strings. Ich habe hier 12, 14 Stück. Moins. Cool. Wir haben hier einen Workstomp. Kriege ich das auch hier hin, wenn ich jetzt das Rezept nochmal weiß? Nein, die habe ich natürlich vergessen. Leder in der Mitte. Hier außen hin, das kriegen wir hin. Ob ich mein Stein macht noch so lange mit? Naja, liegt unten auch noch einer drin. Hä? Unten liegt noch einer drin. Ja. Irgendwas ist falsch. String, String, Leather Cordage. Nicht anderes Diagonal? Ah, das ist ein Leather Strip und kein Leather Cordage. Aha. Immer diese Nups. Ach, dumme Schränke. Wieso schaut sich selten die Rezepte perfekt an? Schaut es sich überhaupt an? Ja, guck, hier könnte man auf die Bilder an, nur beschweren, weil es nicht klappt. Sind wir jetzt eigentlich im nächsten Age? Nein. Ach, Mensch. Nehmen wir noch ein Age 0.
Da müssen wir was das schaffen hier. hatten wir. Advancements Adventurer. Okay, das brauche ich aber nicht. Jetzt, aber jetzt habe ich die Leine und mit der kann ich jetzt hoffentlich das Pferd da dran binden. Ja. Das Pferd ist weg. Ich habe gesagt, ihr sollt euch beeilen. Eben war es noch da. Pferdchen. Okay. Och Mann. Müssen wir das Pferd aus einer Grube holen. Oder das hier hinterm Haus. Wie wär's denn mit dem? Nimm einfach eins. Komm mit. Komm, put. Oh, mal so relativ gut mit. Es ist immerhin in der Hand. Dumm. Hä? Invalid Area. Warum denn? Mal 7 mal 2. 1, 2, 3. 3. Es passt. Okay, die Höhe passt auch. Ah, nein, warte. Ich hab's kaputt gemacht. Probier nochmal. Kannst du jetzt die Fackeln stören? Ja. Probier mal. Keine Ahnung. Du sollst ja probieren. Ja, ich save dich. Kümmer du dich um die Mühle. So. Der hört mich nicht, oder? Doch, ich höre dich. Ich kümmere mich um die Mühle. Du hast Zombie gehauen. Ah, das scheint jetzt automatisch zu gehen. Haben wir denn irgendwas, was wir malen können? Ich brauche so Baumrinde. Ich lasse gerade das Pferd mal ein paar Beeren malen, ob da irgendwas bei rumkommt. Es läuft immerhin mal im Kreis. Beeren? Okay. Baumrinde brauche ich auch hier. Ah, bei Beeren kommt, glaube ich, rote Farbe bei raus, ja. Wenn du keinen Hopper mit Kiste unten dran hast, musst du dann irgendwie nochmal Shift-Rechtsklick mit leerer Hand machen, sonst bekommst du die Sache nicht mehr raus. Ja, hat funktioniert. Haha. Es ja, geht. Hast du es gemacht? Ah ja, so. Warte. Dann. Ich werde hier mal das hier schon wegmachen. Und das auch. Und das auch. Habt ihr den Hopper, den ich mal gebaut habe? Den haben wir schon längst wieder verbraten. Ich mache jetzt gerade den Level 3 Hopper. Könnten wir ja nochmal eine Kiste bauen. Ja, aber wir bräuchten die bessere Kiste, oder? Also eine richtige. Ja, eine richtige Kiste. Ob es jetzt die grüne ist oder noch die vorne dran, das soll erstmal egal sein. Dann mache ich mal. Nee. Boah, das ist jetzt übel. Du kannst dich ja mal... Baust du die Kiste und nicht den Hopper oder umgekehrt? Ich baue die Kiste. Gut, dann mache ich den Hopper. Ach, wir müssen jetzt echt in Totemic rein, damit wir den nächsten Hopper machen können. Ja, da war irgendwas Glyphenmäßiges, deswegen habe ich ja damals nicht weitergemacht. Nein, in Alien-Schrift habe ich das... Ja, gleich. Den Shadow Gem haben wir mittlerweile, das ist nicht das Problem. Ich habe auch den Shark Tooth schon, weil ich unten den Sieb ins Wasser gestellt habe. Das Problem ist die Charcoal Dust. Und die Charcoal Dust geht nur im Millstone. Und das ist nicht hier der Grindstone, sondern der Millstone. Der Millstone braucht den Handcrank. Und den Handcrank kriege ich nur, wenn ich ein Zahnrad baue, für das ich Bison Klauen oder Zähne brauche. Dafür bräuchten wir dann halt Bisons. Und die Bisons können wir uns nur machen, wenn wir uns mit Totemic beschäftigen. Na super. Du hattest gesagt, du hast hier irgendwo Holz. Ich brauche jede Menge Holz. Ja, hier. Ich beschäftige mich dann jetzt mal kurz mit Totemic. Nicht das nehmen. Nein. Pui aus. Mach das zurück. Geht Kann, nicht. Hier links. Da ist Birchwood und Oakwood. Dann nehmen wir Oakwood. Ich hab. Ach, verdammt. Wahrscheinlich wird das am schnellsten. Ich bin zu doof. Dazu sag ich nicht. Ich bin wirklich zu doof. Jetzt ist gleich meine Axt kaputt. Gib mir mal kurz ein bisschen Holz. Drei. Ja.
Was denn? Legt er mir Loks hin. Du wolltest doch Holz. Du hast nicht definiert, was für Holz. Fletsch kaputt. Ey! Ledge kaputt. Holz hier, da oben. So. Ich erst mit der dummen Kiste. Oh ne, die Axt ist sogar komplett kaputt gegangen. Was soll denn das? Ja, man hat's doch gehört, ich sage doch Fletsch kaputt. Boing. Ja, aber ich dachte nicht ganz. Ups. Man hat es gehört. Ja, geh mal weg, ich muss hier Axt bauen. Warum gehst du eigentlich hier hin, an meinen Tisch? Weil ich gerade hier stand, meine Güte. Immer meinen Platz klauen. Und meinen Stein mitnehmen. Oh, das war nicht absichtlich. Ich habe es aber jetzt erst gemerkt. Egal, ich habe hier noch. Siehst du, ich bräuchte ein Leder. Bitte. Ein Leder, kein Problem. Ein Leder. Legt das Leder doch dann auch gerade im Schrank, wo ich das benutzen kann. Ja, wenn ich jetzt Platz finde, da oben hier. Habe das Falsche gebaut. Ich habe eine Spitzhacke gebaut. So, jetzt brauche ich wieder Strings und Stöcke. Wie war das? Für Stöcke muss ich Gebüsch abernten. Obwohl, am besten mit der Workblade war doch was. Glaube ich, am Anfang aus Versehen gebaut hatte. Shake, rattle and roll. Sehr schön. Ich wette, keiner von euch hat die Anspielung verstanden. Wahrscheinlich irgendein Monkey Island Gedöns, oder? Nein. Irgendjemand dickes. Uraltes NES-Spiel, wirklich noch NES. Das hieß Snake, Rattle and Roll. So, ich hoffe mal, dass ich die Kiste gleich fertig habe. Das war ja so mit Pseudo-3D-Ansicht und für damalige Verhältnisse immer geil. Das würde ich gerne mal nochmal zocken. Wenn es jemand hat, dann Dann nimmt kannst du mir gerne Kontakt. stiften. Dann nimmt Kontakt auf. Weil ich So. gar nicht wüsste, wie ich das heutzutage noch laufen soll. Ob DS überhaupt noch läuft. Was brauchen wir für die grüne? Das hier. Okay, das könnten wir hier von dem Teil hier schon haben. Wo muss ich das rausnehmen? Einfach Rechtsklick auf das Teil drauf. Ich weiß nicht, was du wo rausnehmen möchtest. Ah ja. Hilfs rechts, ja. Warum droppt es auf den Boden? Ach, ich kenne das nicht. Was ist denn das? Du. Hä? Dann habe ich hier gerade aber. Ich habe Blödsinn gemacht. Das droppt raus. Ja, ich bin immer noch dabei, den Hopper zu basteln. Den Hopper zu basteln. Den Hopper aus Kopper. Naja, das Kupfer ist ja nicht ganz. Hättest du noch zwei Strings für mich? Moment. Blank. Das war der Stein. Strings, ja, habe ich noch. Die mache ich auch wieder ins Regal, aber die habe ich gerade benutzen müssen. Komm unter die Workblade. Ah, so heißt das Teil, danke. Workblade? Ja. Cool. Hast du die Kiste fertig? Ich habe den Hopper. Die blaue habe ich. Hauptsache, es ist eine richtige Kiste. Yep. Dann mach die mal bitte hin und stell sie auf den Boden, dann können wir den Hopper drauf machen und mal genießen, wie das Pferd unsere Arbeit erledigt. So ist schon perfekt. Boink. Ja. Tschakka. Warte mal. So, und das Pferd macht jetzt wirklich Rinde. Das hier könnte ich noch bauen. Rinde? Hat Varuna eben gemeint, er braucht Rinde und hat deswegen das Pferd Ich Holz weiß, drehen lassen. hast du das jetzt aufsammeln können? Ja, aufsammeln ist ja kein Problem. Du darfst es nicht mit der leeren Hand aufsammeln. Ah. Und Das was ist? einzige Problem ist, du kannst es halt nur in so eine Kiste packen, weil in diese Hängekisten geht's nicht rein. Da musst du es nämlich kurz in der Hand halten und dann lässt du es fallen. Okay. Lass mal aber davon jetzt mal nicht so viel machen, weil ich glaube, das ist Sawdust und keine Rinde. Für die Du Rinde. wolltest Sawdust haben, Nein. Rinde und hast das vorgegeben. Genau, ich habe das gekriegt, was ich nicht wollte. Wir Wenn du Rinde brauchen. möchtest, ist kein Problem. Dann nehme ich das da und klicke da drauf und haben wir jetzt 21 Rinde.
Wir könnten noch mal so ein Ding machen. Weil wir brauchen ja auch noch so ein Chopping-Dings da. Horse-Chopping-Block. Dafür brauchen wir noch mal ein Pferd. Bitte, red nicht nur von Dingstars. Irgendwann musst du das Dings da eingrenzen. Horse-Chopping-Block. Wir brauchen ein weiteres Dings da, hilft nicht. Wir brauchen noch ein Hopper und ein Kiste und ein Horse-Chopping-Block. So ein Horse-Grinding-Stone willst du noch rein? Horse-Chopping-Block. Das Chopping-Block, da gucken wir doch mal gerade. Ich würde aber erstmal den Hopper machen. Horse... Grindstone... Horse-Chopping-Block. Ah, oh, boah. Dann wird uns nämlich das Holz automatisch klein gehackt. Die Loks. Das wäre vielleicht von Vorteil. Kann aber noch ein bisschen dauern. Also ich fange mit dem Hopper an. Ja, ich muss ja noch ein bisschen Fläche roden. Ja, die Strings sind weg. Nein, sie sind nur woanders einsortiert. Ist okay, nichts gesagt. So, 7x7 braucht man. 2, 4, 6 sind genau 7. Aber süß, wie das dann vorwärts geht. Na endlich mal, ich automatisch. So hier und da ein bisschen. Eine dumme Kiste, oh. War schon wieder kein Holz. So, ich mach den Chopping-Block. Ja, ich bräuchte hier einen. Jetzt wieder zu dir kommen, um Holz zu hacken, weil wir diesen was blöden brauchst? Halben Holzlab nicht mehr hier drüben haben. Unnötige Rennerei. Was brauchst du denn? Oakwood. Natürlich auch eine Möglichkeit. Aber jetzt verschwendest du die ganze Rinde. Hier. Mach lieber nackte Bäume drauf. Wie soll ich denn die ausziehen? Ganz einfach, du gibst sie mir und ich mach sie nackig. Ja, ja, da kennst du dich mit aus, gell? Klar. Baumstamm. Nackter Baumstamm. Okay, hast du genug Holz? Ja. Gut, ich hab keins mehr. Ganz Deck voll, ja. Aber brauche ich auch nicht unbedingt. Oh, schön, der Weg macht eine schnellere Reisemöglichkeit. Mir nicht eingebildet. Ja, geringfügig. Ich habe nur gesagt, schneller nicht. Wie viel schneller? Merklich schneller. Man merkt's ja. So. So. Jawohl, nachploppen tu die Sachen, sehr gut. Also, ich brauche von euch 2 Lederdinger und einen Flint. 2 Lederhosen. Lederhosen. Oh, da ist die Bark. Die Rinde. So, den Hopper habe ich fertig. So, krieg ich noch. Du hast die Kiste fertig. Ich brauche noch 2 Lederdinger. Ich habe die Kiste nicht gemacht. Du wolltest doch die Kiste machen. Nein, ich habe gesagt, ich mache den Chopping, Horse Chopping Block. Gib mir mal kurz 2 Leder. Leder hängt hier. Also so. Jetzt nicht mehr. So Lederriemen brauche ich. Ja, die bin ich gerade im Herstellen. Naja, wir brauchen glaube ich 50% zum Schlafen. Kann ich mich zu dir legen? Ich glaube nicht. Haben wir denn schon ein Bett? Außer dem Zelt? Nee. Nein. Aber im Tipi eben. Mit mehreren Leuten drin pennen? Nein. Nee, mir wäre es zu dick. Und sein Kopf guckt hinten raus. Schaut heraus. Das sieht sehr komisch aus. Es sieht sehr seltsam aus. Dann machen wir doch mal das Sleeping Mat. Oh! Scheiß Creeper, Alter. Das hast du doch sowieso schon ausgestellt, weil du die ganze Zeit explodiert bist. Da kommt mal Fetch für. Oh, yeah. Egal, der ist trotzdem gerade im Haus explodiert. Wir brauchen eindeutig mehr Strings. Wir haben nämlich keine mehr. Gut, dass Nacht ist. Können wir Spinnen suchen, oder? Dann gehen wir auch mal auf die Suche nach ein paar Spinnen. So, Lederriemen habe ich jetzt jede Menge. Aber wir müssen noch bald schon wieder an ein Folgenende denken. Bumm! Du bringst mir ja keinen Lederriemen. Was ist denn hier, Bumm?
Das ist die lustige Flöte, die ich mal gebaut habe. Push it real good! Sehr schöne Achievement. Ist ein Urgas Tower. Ach, Twilight. Hier ist wieder ein Pferd. Ich brauche trotzdem noch zwei Riemen. Riemen kann ich dir geben. Sage ich ja erst seit 5 Minuten. Reaktor idle, okay. Kami nein. Brauchst du jetzt Leather Strips oder Leather Cordages? Denke die Cordages, oder? Die fertigen. Da steht bei mir LED. Wie? Die kriegen wir nicht hin ohne Strings. Och, Menno. Immer muss ich mich um alles kümmern. Was ist denn das hier? Aber der Hund ist nicht so laut. Nö, ich höre nichts. Das ist gut. Nicht, dass er wieder mit auf der Aufnahme drauf ist. Er ist gerade unglücklich mit seiner Schlafsituation. So, also hier sind keine Spinnen. Nö, und weit und breit nicht. Würden wir dann auf jeden Fall mal versuchen, vor der nächsten Folge mindestens mal die Strings zusammenzubekommen, damit wir dann spätestens dort den Horst Chopping Block bauen können. Jawohl. Der ansonsten ja sehr simpel zu bauen ist. Wir brauchen einfach nur ein bisschen Spring. Schau ich noch einmal kurz in die Kiste. Nein. Oh. Keiner zu finden, schade. Ich habe noch irgendwas Wichtiges für ihn. Ein bisschen viel Besuch gerade. Oh. Nein, ich bin im Wasser. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Tot. Schon wieder? Noch nicht. Was ist denn im Wasser? Vor dem Haus, ganz woanders. Ui. Ich komme zum Haus. Der Creeper ist zwar explodiert, hat mir aber echt null Schaden gemacht. Tschu. Und hat noch ein klein wenig geschubst. Das war knapp, aber ich habe dafür einiges an Kleidung für Mavia gefunden. Juhu. Nach ihm kleidest du ein und ich muss das selber machen. Hier irgendwo hängt noch eine. Da hängt doch Rüstung für dich, die Wolfsdinger. Im Haus. Also jetzt hier nicht. Beschwer dich nicht. Wusste ich gar nicht, wo hängt hier was für mich? Hier? Hey, hier im Schrank. Da links. Hier. Ach so, ja, okay, dann vielen Dank. Bitteschön. Anziehen. Danke sehr. Und da knuscht er. Genau. jawohl. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich denke oder ich glaube, Mephisto ist da nicht dabei. Kommt drauf an, wenn ihr jetzt noch eine Folge aufnehmt, muss ich mal schauen. Ja. Und ihr seht ja, ob ich dann dabei bin oder ob ich eine separate Folge mache. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Schaut mal bei Mephisto 2051 vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Jo, von mir aus vielen Dank ebenso. Das gleiche wie bei Varuna, nur umgekehrt. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.